Die G8-Staaten haben auf die Terroranschläge in London mit demonstrativer Einigkeit reagiert. Die Staats- und Regierungschefs lösten bei ihrem Gipfel im schottischen Glen Eagles die meisten der kontrovers diskutierten Themen von Klimawandel bis Afrika-Hilfe. Als Zeichen ihrer Entschlossenheit, den internationalen Terror zu bekämpfen, beschlossen sie einmütig, das Treffen fortzusetzen. Aus Glen Eagles, deutsche Welle-Reporter Henrik Böhme. Am Mittwoch noch vollführte Tony Blair Freudensprünge und nur 24 Stunden später war dem britischen Premierminister der Schock ins Gesicht geschrieben. Zwischen der Entscheidung für London als Olympiagastgeber 2012 und den Terroranschlägen in der britischen Hauptstadt lag genau ein Tag. Am Vormittag hatten die Führer der G8-Staaten gerade ihre erste Arbeitssitzung aufgenommen, als die ersten Nachrichten aus London im einige hundert Kilometer nördlich gelegenen Glen Eagles eintrafen. Eigentlich wollte man über weltwirtschaftliche Probleme und den Rekordölpreis sprechen, auch die umstrittenen Fragen des Klimaschutzes diskutieren, doch plötzlich war alles anders. Blair informierte seine Kollegen über das Geschehen in London. Dann zogen sich die Delegationen zurück, um über einen möglichen Abbruch des Treffens zu beraten und Kontakt in ihre Heimatländer aufzunehmen. Dann traten die Chefs gemeinsam vor die versammelte Weltpresse und Blair verkündete, der Gipfel wird fortgesetzt. We will not allow violence to change our societies or our values. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gewalt unsere Gesellschaften verändert und nicht erlauben, dass die Arbeit auf diesem Gipfel beendet wird. Wir werden unsere Beratungen im Interesse einer besseren Welt fortsetzen. In Deutschland läuft schon seit einigen Tagen, also schon vor den Anschlägen in London, eine Debatte über den Heimatschutz und die Beteiligung der Bundeswehr daran. Darüber möchte ich mit Oberst Bernhard Gertz sprechen. Er ist Vorsitzender des Bundeswehrverbandes. Herr Gertz, CDU-Chefin Angela Merkel hat den Vorwurf erhoben, der Heimatschutz sei in den Hintergrund geraten. Gibt es Lücken im deutschen Heimatschutz? Also man kann nicht wirklich von Lücken sprechen, denn bevor man sich darüber unterhält, was Lücken sind, muss man sich darüber klar werden, wer welche Funktionen ausüben soll. Und darüber besteht ganz offensichtlich zwischen der Regierung einerseits und der Opposition andererseits keine Einigkeit. Die Opposition will die Bundeswehr in Teilen mit heranziehen zur Bekämpfung von Terrorismus im Inland. Die Regierung will das ausschließlich auf der sehr schmalen Basis des Artikels 35 Absatz 2 und 3 des Grundgesetzes tun. Und das ist der eigentliche Streit, der hier ausgetragen werden muss. In einer terroristischen Gefährdungslage kann es notwendig sein, dass die Bundeswehr mit Spezialfähigkeiten, zum Beispiel ABC-Abwehr, aber auch zum Teil für Wach- und Sicherungsaufgaben die Kräfte der inneren Sicherheit ergänzt, aber nicht im eigenen Auftrag, sondern von den Innenministerien angefordert und eingesetzt. Und das muss man nicht erweitern, dafür gibt es tragfähige Regelungen. Was wichtiger wäre, ist, dass man in einem föderalistisch aufgebauten Gemeinwesen dafür sorgt, dass alle diejenigen, die Funktionen ausüben beim Schutz der inneren Sicherheit, auch wirklich ihr Zusammenwirken für einen solchen Extremfall rechtzeitig vorbereiten, Strukturen dafür bilden und das auch üben. Und daran fehlt es. Und vielleicht ein weiteres Erfordernis für Herr Bosbach und auch mein Kollege Konrad Freiberg von der Gewerkschaft der Polizei haben das schon angesprochen. Es fehlt nach wie vor eine Terrorismusdatei. Und es fehlt auch noch an einem effizienten Zusammenwirken von Polizei und Nachrichtendiensten auf diesem Sektor. Deutsche Welle, Funkjournal. Entsetzen, Trauer und Mitgefühl, das sind die ersten Reaktionen von Politikern in Berlin. Walter von Thiesenhausen aus dem Deutsche Welle Parlamentsstudio fasst sie zusammen. In Berlin ist man sich quer durch die Parteien in der Verurteilung der Londoner Anschläge einig. Bundespräsident Horst Köhler versicherte in einem Telegramm an Königin Elisabeth II., wir wissen nicht, von welchen menschenverachtenden Überzeugungen diese scheußlichen Akte geleitet worden sind, aber wir werden uns dem Terrorismus nicht beugen, sondern ihn gemeinsam und entschlossen bekämpfen. Aus Washington berichtet Deutsche Welle-Korrespondent Daniel Scheschkewitz. In den frühen Morgenstunden hatte Präsident Bush per Videokonferenz die Lage mit seinen Sicherheitsberatern vom schottischen Glen Eagles aus erörtert. Der im Irak entführte ägyptische Diplomat Ihab al-Sharif ist von den Terroristen um den Jordanier al-Sakawi ermordet worden. Eine entsprechende Erklärung und ein Video, auf dem al-Sharif zu sehen ist, wurden gestern in einem Islamisten-Internetforum veröffentlicht. Björn Blaschke. Wir geben bekannt, dass das Urteil Gottes des Allmächtigen gegen den Botschafter der Verräter, den ägyptischen Botschafter, vollstreckt wurde. Sport im Journal. Mit
Joachim Falkenhagen, die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees hat auf seiner Sitzung in Singapur zwei Sportarten aus dem Olympischen Programm für die Spiele 2012 in London gestrichen. Holger Kühner. Als Sieger der erfolgreichen Reform gilt auch IOC-Präsident Jacques Rogge, dem es gegen große Widerstände gelang, der olympischen Bewegung neuen Schwung zu geben. Die 15 Mitglieder des IOC-Präsidiums werden nun beraten, welche Sportarten der Vollversammlung zur Abstimmung vorgeschlagen werden. 5 Kandidaten stehen für die 2 frei gewordenen Plätze bereit. Rollersport, das mit einem Hochgeschwindigkeitsrennen auf Inline-Skates das Programm der Olympischen Spiele bereichern will. Golf, Rugby, Karate und Squash. Ob überhaupt eine neue Sportart aufgenommen wird, muss die Vollversammlung aber erst noch mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen. Alexander Vinokurov vom T-Mobile-Team war sehr pfiffig. Er riss aus auf den letzten 2 Kilometern, hatte damit auch bei diesem Massensturz Glück, wurde Etappenzweiter und machte in der Gesamtwertung Zeit gut. Schneller als Vinokurov war nur der Italiener Lorenzo Bernucci. Mit 25 Jahren feierte er ausgerechnet hier seinen ersten Profisieg, gewann vor Vinokurov und vor dem drittplatzierten Robert Förster, der Leipziger vom Team Gerolsteiner. In der Gesamtwertung bleibt Armstrong vorn, Platz 3 jetzt für Alexander Vinokurov. Jan Ullrich rückte auf Platz 13 vor, hat aber weiterhin 1 Minute und 36 Sekunden Rückstand auf den Amerikaner. Deutsche Welle Radio. Ser feliz é ser lua. É perder o sol de vista. Se ser fadista é ser lua. É perder o sol de vista. Ser estátua que se insinua. Então eu não sou fadista. Ser estátua que se insinua. Então eu não sou fadista. Se ser fadista é ser triste. É ser lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste. É ser lágrima prevista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Deutsche Welle Radio. Pop, classical and jazz from the heart of Europe. Join our website dwradio.m.de. Thank you.
Deutsche Welle Radio. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Deutsche Welle Radio, jazz at its best. 1 hour of jazz to round out the day. Deutsche Welle Radio, jazz, daily at 2300 Central European Summertime. Deutsche Welle Radio, music from the heart of Europe. Turn, turn, turn. There is a season. Turn, turn, turn.